Hallo, liebe Anita. Hallo. Liebe Anita, schön, dass du heute bei der Rasseplauderei dabei bist. Ja, Und danke für die Einladung. ja, ich freue mich auch total. Du sitzt gerade im Meer, sehe ich. Ja, schön wär's. Also Affirmation und so, Regen geh weg. Okay, magst du dich kurz vorstellen, bevor wir verraten, um welche Rasse, und das ist ja heute nochmal ganz spannend, es heute eigentlich geht? Ja, ich bin seit jetzt knapp 5 Jahren als Trainerin selbstständig, im schönen Österreich, in Niederösterreich, in Wien und überall anders online. Also Okay. ja, ich finde es total spannend, mit unterschiedlichen Menschen von überall her zu quatschen und so. Und ja, ich bin außerdem Geologin, also zumindest am Papier. Ja, und ich habe ein Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich meinen Verein, die Molosserhilfe, gegründet. Also es ist ein reiner Trainingsverein, hilft Tierschutzvereinen, die sich mit schwierigen Bullies und Ähnlichem beschäftigen beim Training. Also das ist so unser Herzensding. Und ja, bei mir wohnt ein Scheldi oder Aussee-Spitzschäfer Multimix. Okay. Und ich habe einen Stiefhund. Also manche Leute haben ein Stiefkind, ich habe einen Stiefhund. Und das ist ein, also wir vermuten stark Staffy Corgi-Mischling. Also Okay. es schaut aus wie ein Staffy mit zu kurzen Beinen. Und ja, das ist so meine kleine Familie. Ja, Anita, magst du auch noch mal sagen, wie deine Hundeschule heißt? Also ich verlinke das natürlich auch noch mal, aber ich denke, das wäre vielleicht schon auch noch eine schöne Info. Ja, voll, den Namen darf ich eigentlich nicht vorenthalten. Ich bin Wattebällchen. Ach, ein Wattebällchen, das ist ein schöner Name. Ja, Ja, du hast auch voll. einen YouTube-Kanal, ne, oder? Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich mache auch viel auf Social Media. Also, ja, ich bin überall und nirgends. Nein, Spaß. Also, mein Fokus liegt schon auf YouTube, ja. Okay, super. Ja, dann sind wir ja heute hier genau richtig. Okay, dann kommen wir mal zu dem Inhalt der Rasseplauderei heute. Wir haben am Anfang noch so ein bisschen diskutiert, unter welchem Format wir unser Gespräch heute packen wollen und haben uns aber dann doch für die Rasseplauderei entschieden. Wir wollen keine einzelne Rasse vorstellen, sondern eher so, also ich sage jetzt einfach mal spezielle Hunde. Es geht uns nicht nur um Molosser, sondern es geht uns auch um zum Beispiel Staffs und Pitbull Terrier. Die fallen nämlich ja eigentlich nicht mehr unter diese Molosser-FCI-Gruppe. Und dann haben wir gesagt, okay, es geht uns heute eigentlich um ein bisschen in Anführungsstrichen harte Hunde. Harte Hunde deshalb, weil sie eben oft so behandelt werden aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Geschichte. Und das natürlich also ganz fatal ist für diese Hunde. Vielleicht magst du mal so ein bisschen so einsteigen, dass du mal sagst, so, was sind so die meisten Vorurteile, die dir so begegnen, wenn es um molosserartige Hunde geht, wenn es um Listenhunde zum Beispiel geht? Ja, also damit sagst du schon das allgemein gültige medienträchtige Vorurteil. Listenhunde sind gefährlich. Also da werden ja wahllos irgendwelche Rassen auf eine Liste gesetzt. Und da wird dann so das Label gefährlich drüber gesetzt. Also Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial. Und tatsächlich, also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn du in Niederösterreich bist mit einem bestimmten Hund, dann ist der ungefährlich, völlig entspannt und du kannst mit dem ganz normal dein Leben als Hundehalter leben. Machst du einen einzigen Schritt über die Stadtgrenze Wien drüber, ist dieser Hund gefährlich, hat verschiedene Auflagen und offensichtlich verändert sich das ganze Verhalten dieses Hundes mit einem Schritt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht magst du das.
Nee, also ich glaube, also ganz ehrlich, habe ich mich jetzt in das Thema nicht so eingelesen, aber ich glaube, das ist ja eine Landeshundeverordnung, unter die, glaube ich, auch, aber da begebe ich mich jetzt echt auf Minengebiet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so krass wie bei euch ist es nicht. Also es gibt sogenannte Listenhunde und ich glaube, die sind in allen Bundesländern, also die sind, glaube ich, also identisch, die Hunde, die da draufstehen. Aber ich weiß es tatsächlich nicht genau. Okay, Aber also. was ja wirklich spannend ist, also woran wird diese Gefährlichkeit oder diese denn festgemacht? Sind es bei Statistiken? Weißt du das? Ja? Okay. Genau, eben nicht. Also das würde ja irgendwie Sinn machen, dass man sagt, okay, man nimmt sich her, wie was ist passiert, ne? Vielleicht auch, wie schlimm waren die Verletzungen, wem gegenüber oder das passiert nicht. Also es sind auf diesen Listen vor allem Hunde, die halt kräftiger sind vom Körperbau her. Das heißt, mehr Muskulatur macht natürlich auch mehr Wumms dahinter, wenn sie jetzt, wenn irgendwas passiert. Und es sind aber die Hunde, die eher beliebter sind als Rasse. Also sprich, es wird gar nicht unbedingt jetzt drauf geschaut, okay, welcher Hund ist jetzt wirklich gefährlicher oder welcher Hund könnte mehr Schaden verursachen, sondern das ist, also es wirkt total willkürlich und es macht natürlich, ja, auf der einen Seite total viel Druck auf die Menschen dahinter, weil wenn ich so einen Hund habe, dann habe ich immer so ein bisschen einen Druck im Hintergrund, naja, wenn der jetzt auffällt, also wenn der Chihuahua jemanden anbellt, ja, egal, wenn das Steffi jemanden anbellt, das ist dann schon, also auch, dass die Menschen dann einfach stigmatisiert werden. Und das wiederum begünstigt den Griff zu Trainingstechniken, die extra eben für besonders sture Hunde oder besonders schwer erziehbare Hunde, also da sind wir jetzt auch schon wieder voll in den Mythen drinnen, ne? Also die Hunde sollen eben ja all diese Dinge sein und man hört nicht besonders viele positive Attribute. ja. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, über welche Hunde wir so reden. Also wir reden zum Beispiel, ne, über Rottweiler, Case Corno, Bull Mastiffs oder Mastiffs im Gesamten, über die Pitbulls und American Staffordshire Terrier. Aber wir würden auch über Leonberger reden, wenn wir über Molosser zum Beispiel sprechen, über Doggen, ne? Also nur damit die Zuhörerinnen mal so ein Bild haben, worüber wir reden, wenn wir über harte Hunde sprechen. Und wir reden dann natürlich über so ein bisschen über die selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Das heißt, meinst du, dass das daher kommt, dass Menschen so, ja, ich sag mal, primitive Erziehungstechniken anwenden, indem sie so wirklich gewalttätig zu den Hunden sind, liegt es daran, dass sie Angst vor den Hunden haben, dass sie Angst davor haben, dass Hunde sich ihrem Vorurteil nach entwickeln? Also gerade für Menschen, die vielleicht den ersten Hund bekommen und eventuell auch nicht wussten, was sie bekommen. Also das im Tierschutz hat man das ja immer mal wieder, dass man vielleicht als Welpe noch nicht weiß, was drinsteckt. Oder man bekommt einen Hund und man weiß zwar, also der Verein sagt einem zwar, ja, das ist ein Listenhund und das ist, aber man hat sich damit noch nicht so beschäftigt. Und dann auf einmal wird man auf der Straße angepöbelt und fängt dann an, nachzufragen, nachzuschauen. Und dann auf einmal, also für solche Menschen, ja, kann schon sein, dass man dann sich vielleicht denkt, ups, was habe ich da jetzt? Aber es ist auch, also ich erlebe es immer wieder bei, gerade bei den größeren Hunden, also jetzt. Ein Steffi ist zwar stark, aber jetzt gewichtsmäßig nicht so schwer, ne? Also wenn ich jetzt habe, ich hatte eine Pflegehündin mit Staff-Sharpei-Mix und die hatte 18 Kilo, ja. Also die hat mich auch einmal hingelegt, aber sie hatte 18 Kilo. Wenn ich jetzt sage,
ein Bull Mastiff mit 55 Kilo, eine Dogge mit 80, 90, 100 Kilo. Mhm. Da ist oft der Kontrollverlust oder die Angst des Kontrollverlusts dahinter. Ja. Mhm. Also, dass wenn, theoretisch, wenn dieser Hund weiß, wie stark er ist, dann habe ich keine Kontrolle mehr. Okay. Und dann wird es gefährlich. Also das erlebe ich schon immer wieder. Oder auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich hatte eine junge Frau mit einem Cane Corso Mix in einem recht ländlichen Gebiet und großer, schwarzer, schwerer Hund, der in seiner Jugendentwicklung dann begonnen hat, gerade am Abend fremde Menschen anzuknurren, anzubellen. Und die Menschen sind natürlich dementsprechend erschrocken und dann teilweise auch wirklich weggesprungen. Und da ist diese Not, das sofort abzustellen, ist viel größer, als wenn das jetzt ein Spitz macht oder ein Dackel oder so. Mhm. Also da kommt das auch oft daher, dieses, ich möchte auch nicht blöd dastehen, es ist peinlich, man hört dann auch schnell, ja, muss man sich als Frau so einen Hund nehmen oder was nimmst du einen Hund, den du nicht halten kannst oder schon wieder so einen mit so einem Kampfhund, ne? Also es wird sehr schnell sehr ungut, was man so als Resonanz bekommt. Mhm. Und das fördert das natürlich, ne? Das fördert diese Not, einfach sehr schnell was zu machen. Und hört man als Halterin dieser Rassen auch manchmal, mit diesem Hund kommst du aber auf mit Leckerchen nicht weit oder mit nur lieb sein oder so, dem muss man sofort zeigen, wo der Hammer hängt, weil sonst, keine Ahnung, was sonst passiert, aber da werden ja oft solche Schreckensszenarien gemalt. Ja. Ja, ich meine, das liegt mitunter, gerade wenn ich jetzt lokal schaue, auch daran, dass natürlich die Dichte an, eher härteren Trainingsmethoden deutlich größer ist als meine direkten Kollegen. Mhm. Aber es liegt schon auch daran, dass zum Beispiel in Rassegruppen, Facebook-Rassegruppen oft sehr, sehr harter Ton auch herrscht. In den Deutschen mehr als in den Englischen, muss man sagen. Okay. Aber es, teilweise ist es auch ein bisschen Erfahrungssache, dass wenn zum Beispiel, also es kommt wieder total drauf an, über welche Rasse wir jetzt, weil wenn ich habe zum Beispiel einen von den Terriern, die total gerne mit Menschen arbeiten, die sind nicht schwer motivierbar. Okay. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer Bulldogge, einem Mastiff, die schon eigenständiger agieren sollten. Mhm. Und wenn ich da diesen Hund zu irgendwas bringen möchte, was für den Hund überhaupt keinen Sinn macht. Und der schon, also es ist ja bei jedem Hund so, ne? Wenn ich jetzt warte, bis es schon schief geht und dann halte ich einen Keks vor die Nase, ist schwierig. Aber wenn ich das bei einem Hund mache, der schneller selber entscheidet, weil er dafür einfach gezüchtet worden ist, dann tue ich mir schwerer. Das heißt, ich muss schon schauen, auf der einen Seite, dass ich was finde, was dem Hund wirklich gut tut, was der möchte, was motivierend ist. Und dann muss ich es natürlich richtig einsetzen, wie bei jedem anderen Hund auch. Okay. Also. Ja. Ja, verstehe. Ich finde ja, dass gerade, ich sag mal, je größer der Hund, je mehr Beißkraft er vielleicht auch hat aufgrund seiner Rasse, je schwerer der ist, umso gefährlicher, also sag mal, ja doch, umso gefährlicher ist es ja eigentlich, solche Hunde über Strafe und womöglich auch über wirklich körperliche Einwirkungen zu trainieren. Also mal ganz abhängig davon, dass es für jeden Hund schrecklich ist, so behandelt zu werden, aber wenn ich solche wehrhaften, ich hoffe, der Begriff ist okay, wenn ich den, mir fällt gerade kein anderer ein, ja, aber alle Hunde sind irgendwie wehrhaft, aber wie du eben schon gesagt hast, also auch ein Biss von einem Chihuahua tut weh, aber ich denke, wir wissen, worauf ich so hinaus will.
dann ist das ja, da müsste man ja eigentlich wirklich bei solchen Kunden ja noch viel mehr darauf achten, dass ich eine gute Kooperationsbereitschaft bekomme, dass die Hunde wirklich eine positive Bindung an den Menschen haben und nicht nur immer denken, oh, was mache ich irgendwas falsch, gehe ich lieber ein bisschen weg und auch die vorherrschende Emotion schon ist, oh je, da kommt wieder ein anderer Hund und immer, wenn ich den sehe, kriege ich über Menschen einen auf den Deckel, also so, ne, dass man da noch viel mehr darauf achten muss, dass die mit einer eher positiven Emotion durch die Gegend laufen, damit eben es nicht passiert, dass sie nach vorne gehen und zubeißen. Liege ich da richtig oder sagst du, das siehst du ein bisschen anders? Nein, voll. Also ich bin da ganz bei dir. Gerade wenn ich große, schwere Hunde habe, also da sind ja jetzt nicht nur bullige Hunde, sondern da können wir jetzt genauso sagen, der 45 Kilo Schäferhund oder der Herdenschutzhund oder egal. Natürlich, wenn ich da zum Beispiel durch immer wieder Strafe, also immer wieder zum Beispiel jedes Mal, wenn der Hund knurrt, wenn ich mit der Bürste komme, kriegt er mit der Bürste eine über die Schnauze. Oder jedes Mal, wenn der Hund sein Futter, also wenn ich in die Nähe des Futter komme und ich möchte, dass der Hund auf keinen Fall Ressourcen verteidigt, weil die Wachhunde tendieren ja dazu, dass sie Ressourcen verteidigen. Das ist ja das Wachen. Mhm. Und ich möchte das nicht bei meinem Hund und deswegen greife ich ständig ins Futter oder so. Und wenn er dann anfängt zu brummen oder Lefte zu ziehen, dann kriegt er eine. Wenn die Hunde aufhören, das zu tun, dann habe ich ein echtes Problem. Also egal in welchem Szenario, je größer und je schwerer der Hund natürlich, desto mehr kann ja Schaden angerichtet werden, wenn es schief geht. Das ist natürlich für den Hund ganz ein anderes Thema. Also für den Hund ist es völlig wurscht, ob er Schaden anrichten kann oder nicht, das ist eh klar. Aber was der Vorteil ist oder warum das Training mit Strafe so gut funktioniert bei diesen Hunden, ist oft wieder je nach Rasse. Aber alles, was so eine Geschichte hat von musste dranbleiben. Also da gehören alle Terrier dazu. Auch die nicht-bulligen, auch die nicht-großen, aber auch Bulldoggen und so weiter, auch keine Corsos, die Kriegshunde waren, Bullenbeißer, also dem Schlachter geholfen haben. All diese Hunde wurden dazu gemacht, über Jahrhunderte eine gewisse Toleranz gegenüber Schmerz und gegenüber Aversivem auszuhalten. Und dazu gehört natürlich auch die ganze Geschichte von Hundekämpfen. Also es hat ja immer geheißen, der Kampfhund ist nie gefährlich dem Menschen gegenüber, weil die mussten, also die haben ja Trainingsmethoden erdulden müssen, die, also die können wir uns gar nicht vorstellen teilweise, wenn wir es nicht wissen. Und ich gehe jetzt auch gar nicht. Aber auf jeden Fall mussten diese Hunde vom Menschen sehr viel aushalten, ohne jemals gegen den Menschen zu gehen. Und wenn ein Hund gegen den Menschen gegangen ist, dann war es vorbei für ihn. Und ich verstehe. Also, und so geht es eben auch, also so geht es auch den Jagdhunden, also den Terriern zum Beispiel, die jetzt nicht für unser Ding interessant sind, aber rein vom Terrier her, ne? Die ja in der Jagd eigenständig sein müssen und was aushalten müssen. Mhm. Das heißt, der Terrier hört nicht auf, ne? Kommt daher. Und wenn ich einen Hund als Kriegshund verwende, dann muss der auch, der muss durch Schmerz durchgehen können, der muss durch, also der darf keine Angst zeigen, der muss all diese Dinge mitbringen. Und natürlich bleibt das bis zu einem gewissen Grad. Also diese Hunde sind nicht, wenn ich jetzt meinen schief anschaue, ist er weg. Ja. Das wird mit
ja, einem Hund, der dazu gemacht wurde, wirkliche, ja, furchtbare Szenarien auszuhalten, bei dem wird das nicht so schnell passieren. Und deswegen funktioniert es halt länger oder man hat einfach das Gefühl, es ist nicht so ein Vertrauensbruch, ne? Das heißt, die haben die eine längere, ich sag mal, Lunte, bevor so eine Grenze erreicht ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich als Hundehalter eines Rottweilers, ich habe jetzt mal willkürlich einen Hund rausgepickt, wenn ich dem jetzt immer das Essen wegnehme und der knurrt einmal und ich gebe ihm einen Kniff in die Seite oder auf die Nase oder so und der hört dann auf zu knurren. Was passiert da in dem Hund? Macht der das, weil ich mir Respekt verschafft habe? Also alle, die den Podcast hören, sehen jetzt nicht, aber ich das Wort Respekt habe ich jetzt in Anführungsstrichen gezeigt. Hat er Angst vor mir? Oder macht er die Strichliste? Oder tangiert ihn das gar nicht? Weil wenn es ihn gar nicht tangieren würde, würde er ja vielleicht weiter knurren. Also wie, was geht da so? Oder hast du so eine Idee, wie man das in Einklang bringen kann mit der, vielleicht auch mit der Rasse oder Geschichtsdefinition von Molossern oder Kriegshunden jetzt zum Beispiel? Ja, also der Rottweiler ist ein lustiges Beispiel, weil der Rottweiler ja so der Treibhund ist unter den Molossern. Ah, okay, falsches Beispiel. Aber, nein, es passt gut, weil der Rottweiler ja eine lange Geschichte als Wachhund hat, ne? Und auch als Polizeihund und Militärhund und schieß mich tot, den haben sie aber alles verwendet. Ja. Aber es ist, also in jedem Hund passiert quasi das Gleiche, so wie bei uns auch. Mhm. Was sich nicht lohnt, das machen wir nicht mehr. Mhm. Das ist eh, ne, das wissen deine Hörer sicher auch schon. Und ich habe so einen Hund, der tatsächlich verlernt hat zu drohen. Mhm. Also der hat, wenn man den angefasst hat, dann ist er so eine halbe Sekunde eingefroren und dann hat er gebissen. Mhm. Also da hat alles gefehlt von ich schläg mal über die Nase oder ich schaue mal weg oder ich heb mal eine Lefze oder ich heb mal einen Fuß oder ich gehe weg oder so irgendwas. Das hatte der alles nicht mehr im Programm. Das Einzige, was der konnte, war, ich beiß zu. Zum Glück so gehemmt, dass er keine Verletzungen gemacht hat, aber das macht Eindruck. Ja. Und jetzt ist das natürlich, das ist ein 14 Kilo Hund, also das ist nicht, ja, selbst wenn er verletzen würde, wäre es jetzt nicht wahnsinnig, also man stirbt nicht sofort davon, je nachdem, was er trifft, aber wenn ich das natürlich provoziere bei einem Hund, der mir körperlich überlegen ist, und der auch von der Größe her durchaus was hermacht. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Jugend einen Overwart-Rottweiler-Mix im Bekanntenkreis. Und der war, wenn du bei der Tür reingegangen bist, dann ist er dich angesprungen und hat gebissen und der war auf deiner Augenhöhe. Also der war so groß, dass der mit den Pfoten auf deiner Schulter war und der war auf Augenhöhe und hat gebissen. Mhm. Wurde auch trainiert mit wirklich Schlägen und so weiter. Das war, ja. Aber der, das war wirklich beängstigend. Und wenn ich jetzt dran denke, ich bin in einer Wohnung mit einem Hund, der mir nicht sagt, hey, du kommst mir jetzt zu nahe, gell? Lass das bitte. Mhm. Sondern gleich sagt, du kommst mir zu nahe, jetzt gibt's was. Mhm. Das ist beängstigend. Das ist wirklich, also es kommt natürlich darauf an, wie kann ich das managen oder wie viel Platz habe ich, wie schauen die Räume aus und so weiter und so fort. Aber es bleibt immer beängstigend, weil wem fällt nicht mal irgendwo beim Kochen was runter oder so? Und wer sagt, dass der Hund nur den Napf verteidigt und nicht alles Essbare? Weil das kann sich ja, ne, das kann sich ja entwickeln. Man kann ja zuerst nur den Napf, dann ist es Wasser und Futter, dann ist es jedes Keks, dann ist es, also das entwickelt sich und das wird immer bedenklicher. Und was halt
Was halt vielleicht bei einem, weil du die Zündschnur angesprochen hast, was vielleicht bei einem Hund, der dazu gemacht ist, schnell zu reagieren, Hütehunde zum Beispiel können da viel dazu, der wird schnell mal laut, der wird schnell mal sehr deutlich, sehr übertrieben, sehr klar für uns. Ein Hund, der dazu gemacht wurde, auszuhalten, der wird leise, der zieht sich zurück, der wirkt brav und gut erzogen und untergeordnet und lauter solche Sachen. Und in ihm brodelt's aber. In ihm brodelt's und irgendwann kann er sich nicht mehr zurückhalten. Irgendwann kann er diesen Druck nicht mehr aushalten und irgendwann explodiert er dann. Und die Frage ist, will ich das dann sehen? Also, Ja. Ja, das sind ja tatsächlich auch Schreckensszenarien, sowohl also für alle Beteiligten, aber natürlich dann für den Menschen, der dann attackiert wird, natürlich wirklich auch schrecklich. Was erlebst du denn, also das interessiert mich wirklich sehr, in deinem Verein, was für Geschichten erlebst du da? Kümmert sich dein Verein nur um die Hunde oder eben auch um Teams, Mensch- und Hund-Teams, und du stehst da unterstützend zur Seite? Und wenn ja, kannst du da vielleicht mal so ein oder zwei Geschichten erzählen, so einen Werdegang von dem Mensch- und Hund-Team? Also, ich bin momentan mit einem Verein regelmäßig im Kontakt. Und da mache ich Pflegestellenbetreuung vor allem, aber auch Endstellen, wenn es notwendig wird. Wobei der Verein mich natürlich fragt für die Pflegestellen. Also wenn jetzt ein Hund auf Pflege kommt und da gibt es Probleme, dann machen wir das. Für mich waren die heftigsten Geschichten die, wo ich selber dann den Hund bei mir zu Hause hatte. Also das eine war tatsächlich gar kein Molosser, das war ein Herdenschutzhund. Mhm. Die war, wie sie zu mir gekommen ist, 8 Monate alt, 10 Monate alt, sowas. Und ich war Besitzer Nummer 4, also Pflegestelle, aber Nummer 4. Mhm. Und da wurde halt auch, wie so typisch ist, ne, dieses... Ja, da muss funktionieren und da muss man ordentlich Druck machen und da muss parieren und na, es war ja auch ein Riesenhund. Und die hat schon begonnen, wenn man irgendwas von ihr wollte und ein bisschen, es hat schon gereicht, dass wir ein bisschen angespannt waren. Gar nicht unbedingt ihr gegenüber, sondern einfach, es hat gerade irgendwie gekrieselt zu Hause oder es war gerade viel los und man wollte was von ihr, dann hat sie schon wirklich auch Spannung bekommen und sie hat dann begonnen, so mit geschlossenem Maul zu stoßen. Was jetzt für jemanden, der das nicht, nicht so oft sieht oder so, für den wirkt das, die stupst mich an, das ist lustig, das ist lieb, ne, und sie wedelt ja dabei auch so nett und so. Aber das war ein Hund, auch die, also wenn die sich auf die Schultern gestellt hat mit den Beinen, dann war mein Kopf beim Brustkorb. Also, ja, und dieses Stoßen war eben eine Vorstufe oder ein sehr deutliches Drohen. Und da sieht man auch wieder, wie falsch der Gedanke ist, dass die Hunde, die einfach nur nicht so laut sind, deswegen nicht sensibel sind. Weil wenn ein Hund merkt, dass ich angespannt bin, ohne dass es ihn irgendwie betrifft oder ohne dass ich was mit ihr trainiere oder sonst irgendwas, dann ist das kein Stein, sondern das ist einfach ein sehr sensibles Wesen. Mhm. Und die zweite war tatsächlich die Steffi-Mix-Hündin, die ist zu uns gekommen nach 2 Jahren Zwinger. Also die kannte halt nichts. Die war wirklich mitten im Nirgendwo in einem Zwinger. Mhm. Ist auch immer übersehen worden, hat nie irgendwelche Anfragen gehabt, selbst das Welpe nicht. Und
bei der hat sich sehr schnell dann rauskristallisiert, dass sie mitunter auch dadurch, dass sie nichts kennt, aber auch der Chapé ist ja auch ein sehr, ja, sowohl als Kampfhund verwendet, aber auch als Wachhund. Ne? Mhm. Und wenn da jemand in den Garten gehen wollte, dann musste sie gesichert sein. Also wir hatten damals Baustelle, waren gerade am Haus renovieren und es waren immer wieder Handwerker da. Und es war tatsächlich so, dass die gesichert war. Mhm. Und wenn jemand ins Haus wollte, bin ich mit diesem Hund raus in den Garten. Mhm. Und wenn dieser jemand in den Garten gekommen ist, bin ich mit ihr wieder rein. Weil es einfach, Handwerker sind schwierig, ne? Und das Training braucht Zeit. Ja. Aber die war wirklich auch sehr ernst, obwohl ihr nie was Negatives passiert ist. Also das Tierheim war nett. Sie als Welpe, ich meine, man weiß nicht, was vorher passiert ist. Sie war vergiftet vorher worden, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwelche Verletzungen hatte oder irgendwie traumatisiert von Menschen mit irgendwie geschlagen oder sonst irgendwas. Mhm. Also das war einfach, sie konnte Menschen nicht gut einschätzen und sie hatte eine Tendenz zu verteidigen. Und das hat sie dann kanalisiert, sehr deutlich, sehr direkt und sehr schnell. Also ja. Und wenn man sich dann vorstellt, dass so ein Hund eventuell noch von dem eigenen Besitzer dann traktiert wird, weil das irgendwie unangenehm ist, wenn er vielleicht laut wird und nach vorne geht, dann habe ich natürlich ganz schnell einen Hund, der sich gar nicht mehr sicher fühlt und überhaupt keine Bindungsperson mehr hat, zu dem man eine vertrauensvolle Bindung aufbauen kann. Und dann hat man natürlich genau das, was man eigentlich vermeiden wollte, nämlich einen Hund, der dann eventuell auch in der Familie auch noch beißt. Ja. Weißt du, was mir immer wieder durch den Kopf geht, ist so dieses Handeln aus Angst. Ne? Also das heißt, aus Angst, der Hund könnte irgendwann einmal nach vorne gehen und beißen, weil er ja so groß und stark ist. Und wo du eben auch schon gesagt hast, wenn ich mich vielleicht unterlegen fühle, weil ich einen Hund im Zweifelsfall nicht halten kann. Aber ich kann ja auch schon 15 Kilo, ne, wenn die im Zweifelsfall nicht halten. Aber jetzt, ich sag mal so, über die Rassen, über die wir hier so sprechen, dann ist ja wirklich dieses Handeln aus Angst das Allerschlimmste, was ich machen kann. Das heißt, ich halte den Hund möglichst klein, damit er am besten gar nichts mehr macht, nur noch in der Ecke sitzt und guckt. Und ich konzentriere mich aber gar nicht darauf, den im positiven Sinne groß zu machen. Das heißt, dem zu sagen, ja, es kommen hier Leute am Zaun vorbei, aber du, anstatt zu bellen oder nach vorne zu gehen, könntest du zum Beispiel auch auf die Terrasse kommen, da gibt es dann immer was Leckeres zu kauen oder whatever. Ne? Also dieses, da kommen wir, finde ich, auch im Hundetraining ja immer wieder drauf, dass man einfach als Hundebesitzerin nicht aus Angst handeln sollte, sondern wirklich, es hört sich immer so pathetisch an, aber aus Zuneigung und Wohlwollen. Also den Begriff Liebe braucht man ja nicht verwenden. Ich verwende den gerne, aber ne, so und das ist wirklich dieses Kleinhalten und Angst davor zu haben, wie der Hund sich entwickeln könnte, dann lege ich so sehr den Fokus darauf und genau das kriege ich dann auch. Und da läuft es immer echt kalt den Rücken runter, weil das ist so dramatisch und so schrecklich für Mensch und Hund. Ne? Voll. Also ich erlebe auch oft, dass die Menschen dann sagen, ich weiß eh, ich darf, also ich muss stark sein oder ich weiß eh, ich muss ihn souverän führen und dann wirklich ein schlechtes Gewissen haben, sich das gar nicht so richtig sagen trauen. Also ich finde es einfach wichtig, gerade auch im Training eine Ebene zu schaffen, wo man mir alles erzählen kann. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Bullmastiff Malinois-Hündin im Training. Totaler Angsthund. Also wirklich ängstlich, das traut man in so einem, also sie hat ausgeschaut wie ein Bullmastiff, nur kleiner. Mhm. Und das traut man diesem Hund nicht zu, aber die ist wirklich zitternd unterm Küchentisch gesessen. Ach je, ja. Auch mit, also
sowohl eine schlechte Welpenzeit als auch eine schlechte, oder eine schlechte, aber als auch eine sehr harte Hand in der Erziehung von Frauchen. Herrchen war total lieb mit ihr. Frauchen war sehr hart. Und da war sicher was Gesundheitliches auch im Argen, also war sehr empfindlich. Und es hat eine Situation gegeben, wo die zwei, also sie war alleine mit einem Welpen, und wie die beiden nach Hause gekommen sind, hat der Welpe nicht mehr so ausgeschaut wie vorher, sagen wir es mal so. Mhm. Und die Besitzerin hat mir dann so gegen Ende des Gesprächs hat sie mir dann ein bisschen mehr zugetraut oder ein bisschen mehr vertraut, hat mir dann erzählt, dass sie die Hündin verprügelt hat. Mhm. Also wirklich verprügelt. Mhm. Und sowas passiert. Ja. Natürlich, wir wollen das nicht und wir wollen das nicht hören, wir wollen das nicht zugeben und wir wollen das nicht. Wir wollen am liebsten diese perfekten Wesen sein, die unsere Emotionen ein- und ausschalten können, wie wir wollen. Und wir sind die Souveränen, ja, die durch die Welt flanieren. Und ganz ehrlich, wenn ich selber als Trainerin mit meinem Hund rausgehe und es waren einfach ein paar miese Tage und wir leben ja zusammen sehr eng und wir haben Stimmungsübertragung, und wenn wir mit sehr schwierigen Hunden leben, dann betrifft uns das emotional. Wir sind frustriert, wir sind hilflos, wir sind wütend und manchmal haben wir dann einfach auch keinen Bock mehr. Wir wollen zwar dieses Wesen sein, aber wir rennen da einem unmöglichen, perfekten Ding hinterher. Das können wir nicht leisten. Ja, aber da würde ich gerne eingrätschen. Also ich verstehe, was du meinst, und da wird dir jeder recht geben. Das ist natürlich auch so, wobei eben zwischen Verprügeln und wir raus den Hund mal an, ist ja noch ein Unterschied, aber egal. Aber was, das ist ja eher so ein, ich habe mich jetzt gerade nicht unter Kontrolle, danach tut es mir leid und passiert hoffentlich nie wieder, weil ich vielleicht Strategien lernen kann, was ich machen kann, wenn ich nicht gut drauf bin und habe vielleicht wirklich einen Hund, der schwierig ist, wo ich besonders drauf gucken muss. Da kann ich ja so ein bisschen auch Persönlichkeitsentwicklung betreiben. Ne? Also das ist ja möglich. Aber eigentlich geht es ja eher um die Menschen, die jetzt nicht mal war impulsiv, weil der Hund den vielleicht selber gerade die Schulter ausgekugelt hat, weil er nach vorne geht, den Hund anrauzen, sondern die das so quasi als Erziehungsstil pflegen. Ne? Und da ist mir so wichtig, was gibst du Halterinnen von, in Anführungsstrichen, solchen harten Hunden mit auf den Weg, wenn die jetzt als Welpenbesitzer zu dir kommen? Also wie gehst du davor, damit die eben nicht in diese Falle tappen? Ah ja, typisch, und da mache ich jetzt das, und das habe ich auch im Fernsehen gesehen, so muss man das machen, ne? Also wie gehst du da so ran? Was gibst du den Menschen so mit auf den Weg? Also ich schaue mir gerne an, ob jemand schon so ein bisschen in die Richtung tendiert, also ob schon Ängste da sind. Ich versuche das ein bisschen anzusprechen, oder ich versuche auch, also wir reden ja sehr viel in den Terminen. Ich habe keine Gruppenstunden, sondern ich arbeite in Intensivprogrammen. Das heißt, wir sind sehr immer wieder in Verbindung, und meistens kommt das raus, weil ich bin ja als Trainerin, das wirst du genauso sehen wahrscheinlich, weniger oft für die emotionalen Bedürfnisse des Hundes da, als öfter für die des Menschen. Und mir können die Menschen auch was erzählen, was sie jetzt in ihrem Freundeskreis nie rauslassen können. Und wenn jetzt jemand wirklich solche Ängste hat, dann erstens sprechen wir das durch. Das finde ich total wichtig. Ich finde wichtig, das offen anzusprechen und auch das okay zu finden, dass man vorher was anderes ausprobiert hat. Also ich habe
Ich liebe Welpentraining, aber ich habe tatsächlich öfter jemanden, der vorher bei 7 anderen Hundeschulen war und Riesenprobleme hat. Und mir auch so, ja. Das, also wenn sich dann dieser jemand nicht sagen traut, ich habe schon mit dem Stachler, ich habe schon mit dem Teletag, also mit dem Elektroschock, ich habe schon mit Leinenruck, ich habe schon mit Wasserflasche, dann entgeht mir sehr viel, was ich aber brauche, um den Plan zu richten. Das heißt, ich möchte, dass die Menschen mir das sagen können und wir richten das Training so ein, dass sich die Menschen einfach wohlfühlen dabei. Also, dass sie diese Techniken in einem sicheren Rahmen probieren können. Mhm. Ich schicke jetzt niemanden, der noch nie mit Leckerli gearbeitet hat, mit einem Hund, der völlig ausrastet, wenn er einen anderen Hund sieht, in die Wiener Innenstadt und sagt, ja, das, da hast du einen Kicker, da hast du einen Keks und das wird schon funktionieren. Ja. Also das, wir machen das wirklich so mit, schau, probier es erstmal zu Hause aus, schau, wie du dir tust damit, weil wir, das ist für uns ja was ganz was Neues. Wir müssen da so ein bisschen Timing üben und auch schauen, wie der Hund reagiert. Mhm. Und dann gebe ich meinen Leuten fast immer, nicht, es kommt aufs, ein bisschen aufs Thema an, aber fast immer in der ersten Zeit die Aufgabe, fahr mit deinem Hund irgendwo hin oder mhm. geh zu Zeiten oder an Orten, wo ihr keinen Stress habt. Mhm. Wo ihr einfach Pause macht von dem, was euch jeden Tag zur Verzweiflung bringt. Mhm. Macht wirklich Pause davon. Also, und da könnt ihr euch ja austoben. Wenn ihr jetzt mitten irgendwo geht, wo euch sicher niemand begegnet, es gibt so Orte, dann kann ich ausprobieren, hey, wie reagiert mein Hund eigentlich drauf, wenn ich ihn lobe? Oder wie reagiert mein Hund drauf, wenn ich ihn nett anspreche? Oder wenn ich ihn mit ein bisschen quietschigerer Stimme anspreche? Oder wenn ich ein bisschen ruhiger rede? Also, oder wenn ich ein bisschen mehr stehen bleibe oder ein bisschen mehr. Wie funktioniert das? Wie ja. Und bei Welpen schauen wir uns einfach an, wie, also auf der einen Seite, wie reagiert auch da der Hund? Also sehen wir wirklich diesen Kontrollverlust? Sehen wir wirklich einen Hund, der uns versucht zu dominieren, zu übermannen, zu in den Schatten zu stellen oder weiß ich nicht? Sehen wir das? Oder ist das in unserem Kopf? Und diesen Unterschied wirklich zu erkennen und sich dann immer wieder zu fragen, ist das gerade real? Oder stelle ich mir das vor? Und vor allem, was will ich? Also will ich, dass mein Hund nach gesellschaftlichen Normen funktioniert? Oder will ich, dass ich mit meinem Hund eine schöne Zeit habe? Will ich, dass wir durch unseren Alltag wirklich die individuelle Situation da schön durchkommen und mhm. einfach Spaß haben gemeinsam? Also das ist was ich entscheiden muss. Wenn ich sage, ich will, dass mein Hund funktioniert in jeder Situation und immer und ja, dann bin ich die falsche Beratungsstelle. Also, ja. Was mir jetzt wirklich im Kopf geblieben ist, und das hat mir irgendwie auch total gut gefallen, dass du eben gesagt hast, dass du den Menschen hilfst, immer wieder zu überprüfen, ist diese Angst real, dass der Hund mich in Anführungsstrichen dominieren will, weil er eben zu diesen harten Hunden gehört, oder ist es nur im, oder ist es eben wirklich nur in meinem Kopf, und da vielleicht so einen Realitätsabgleich mit deiner Hilfe zu schaffen. Das heißt, die Menschen zu schulen in der Körpersprache, darüber aufzuklären, welche Emotionen vielleicht zugrunde liegen, wenn der Hund sich so und so verhält. Das finde ich einen schönen Ansatz, damit Menschen diese Vorurteile auch überwinden können. Ja, und es ist auch, manchmal braucht es ein bisschen zu akzeptieren oder zu verstehen, dass auch ein Hund mit mehr Muskelmasse als ein anderer Hund immer noch ein Hund ist. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel
Weiß ich nicht. Ein Border Collie bellt einen Menschen an, weil er ihn gruselig findet. Und eine Bulldogge bellt denselben Menschen an, weil sie dominant ist. Und ein Terrier bellt denselben Menschen an, weil er größenwahnsinnig ist. Also, das ist. Wir brauchen immer zuerst mal das Konzept Hund. Und wenn wir das verstehen, dann können wir schauen, was ist Rasse. Aber jetzt zuerst zu sagen, naja, ich habe einen Staffordshire Terrier und der funktioniert grundsätzlich anders als alle anderen Hunde. Oder ich habe einen Cane Corso und der ist grundsätzlich nicht erziehbar. Oder ich habe auch von einem Rottweiler Tierschutzverein schon gehört, ein Rottweiler ist grundsätzlich unverträglich mit gleichgeschlechtlichen Rassemitgliedern. Also solche Sachen, das wird uns zwar ab und zu suggeriert und vielleicht haben wir das eben gehört und vielleicht hat das auch logisch geklungen, aber es ist nicht, das ist genauso wie wenn ich jetzt sage, ich als weiße europäische Frau, weiß ich nicht, mag prinzipiell Brokkoli. Also Ja, ich, das ja, ich denke, es ist. ist klar, ja, worauf du hinaus willst. Ja, genau. Also es geht letztendlich darum, Vorurteile abzubauen und den Hund als Hund, als Säugetier zu betrachten. Klar, mit denen und dann eben zu gucken, was habe ich da für eine Rasse, was für Bedürfnisse haben Individuen dieser Rasse, ne? Und darauf dann einzugehen. Und wenn ich einen Hund betrachte von der Seite her, was braucht der, was hat der für Bedürfnisse, gehe ich natürlich ganz anders mit ihm um, als wenn ich sage, oh Gott, wofür ist der mal gezüchtet worden? Und das darf auf gar keinen Fall sein, dass der irgendwann mal beißt oder nach vorne geht und so, ne? Weil dann mache ich ihn auf der einen Seite klein und auf der anderen Seite würde ich sagen, was braucht dieser Hund, um sich gut zu entwickeln, um ein gutes Standing in der Umwelt zu haben, um Vertrauen zu haben, um sich jederzeit an mich wenden zu können, wenn es problematisch ist. Dann habe ich halt eine ganz andere Beziehung zu dem Hund und eine Gefahr geht letztendlich von jedem Hund aus. Aber ja, da haben wir eben schon darüber gesprochen, die Beißkraft und die Muskelmasse spielt da natürlich schon auch eine Rolle. Und gerade finde ich, je mehr Körpermasse ich habe, je größer die Beißkraft, umso mehr muss ich wirklich auf Kooperation setzen. Alles andere ist ja Augenwischerei. Und die kriege ich halt nicht, die kriege ich nicht über Gewalt. Niemals kooperiert irgendein Lebewesen. Also außer aus Angst vor Strafe, aber das ist keine Kooperation. Genau, ja. Also das ist sowieso die Frage, wenn ich jetzt sage, okay, also auf der einen Seite nehmen sich natürlich auch viele Menschen so einen Hund, weil sie einen wachsamen Hund haben wollen, weil sie einen Hund haben wollen, der sie beschützt. Auch das kommt immer wieder. Und dann wollen sie aber genau das nicht haben Ja, genau. oder selektiv haben. Aber wenn ich das meinem Hund sagen können will, so, schau Hund, wenn ich dir sag, der Mensch ist okay, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Mensch okay ist. Oder wenn ich dir sag, wir gehen jetzt dort und dorthin, dann bedrängt dich der andere Hund nicht, dann stört dich der nicht, dann brauchst du keinen Stress haben mit der Situation. Und ja, Molosser haben auch Stress, auch wenn man es ihnen vielleicht nicht ansieht, weil sie nicht wie ein Irrer im Kreis rennen. Wobei auch das im Internet Zoomies, ja, das ist ja ganz, ganz beliebt bei den Terriern, was so lustig ausschaut. Aber egal, ich schweife ab. Wenn ich will, dass mir mein Hund diese Kompetenz zutraut, dann muss ich erstens mal meinem Hund zeigen, dass das auch wirklich so ist. Und dazu kann nicht gehören, dass wenn mein Hund in so eine Situation kommt, dass ich erstmal blöd zu ihm bin. Das kann ja nicht die Lösung sein, weil wie soll er mir dann vertrauen, dass ihm nichts passiert? Weil das, was ihm passiert, kommt ja schon von mir. Also da kann ich ja nicht. Ja. Und wenn ich in einer Beziehung lebe, wo ich mir immer unsicher bin, wann das nächste Mal was passiert, dann
erstens ist die Lebensqualität sehr eingeschränkt. Ja. Und ich kenne das aus Erfahrung. Es ist, man kann der Person nicht vertrauen. Also so viel auch da draußen behauptet wird, dass man ja durch Korrekturen, faire Korrekturen, irgendeine Beziehung fördert. Ja. Das ist nicht möglich. Erstens gibt es keine faire Korrektur. Das ist nicht drin. Ja. Aber es fördert auf gar keinen Fall die Beziehung, weil es bleibt immer im Hinterkopf, wann kann ich wieder was Schlechtes erwarten? Mhm. Und da kann ich nie, ich kann nie abschalten, ich kann mich nie wohlfühlen, ich kann mich nie frei fühlen und ich kann auch dieser Person nie vertrauen. Ja, ja. Sollen wir das so ein bisschen als Schlusswort nehmen? Weil ich gucke schon mal so ein bisschen auf die Uhr und also ich merke schon, wir könnten da noch sehr lange drüber sprechen, weil das wirklich ein großes Thema ist und wir haben uns auch so im Laufe des Gesprächs so ab und zu mal in so andere Ecken begeben. Aber letztendlich haben wir, glaube ich, dieses Thema von, wie gehe ich mit harten Hunden in Anführungsstrichen um? Warum ist gerade da jetzt eine wirklich bedürfnisorientiertes Training wirklich wichtig? Warum sollte ich auf keinen Fall strafbasiert mit den Hunden arbeiten? Warum haben es diese Hunde so schwer? Was kann da in den Menschen vorgehen? Ich glaube, so diese Aspekte haben wir ganz gut abgedeckt, oder Anita? Was meinst du? Ja, also okay. Ich glaube auch, im Endeffekt sind diese Hunde einfach nur Hunde, genau wie alle anderen auch. Ja. Und wenn ich so einen großen oder wenn ich so einen starken Hund haben will, dann sollte ich vielleicht auch Stärke haben, für diesen Hund einzustehen. Oh, das ist so schön. Oh, das hast du total schön gesagt. Das lassen wir so, das finde ich total toll. Danke, Anita. Das finde ich schön, das gefällt mir gut. Okay, wenn du als Zuhörerin jetzt Besitzer eines starken Hundes bist, dann kannst du dich gerne an die Anita wenden. Kannst von ihrer Erfahrung profitieren, weil du bietest ja auch Online-Training an, Anita, ne? Ja. Genau, ja. Deine ganzen Informationen, die verlinke ich dann in den Shownotes, damit auch alle Interessenten dann den Weg zu dir finden. Sehr cool, dankeschön. Okay, meine Liebe, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich total schön. Und ja, ich hoffe, dass viele, viele Hunde vor allen Dingen davon profitieren. Ja, danke für die Einladung und ich fand es auch sehr, sehr schön. Okay, meine Liebe, mach's gut. Tschüss. Tschüss.